Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Tag-Video von mir. Ich habe den Wie buchsüchtig bin ich Tag bei den Bookfriends gesehen und auch bei Caro von Marie Salut du Livre. Ich packe beide Videos einfach mal unten in die Infobox. Schaut da gerne bei beiden einfach mal vorbei. Und ich fand das einfach mal spannend, um zu sehen, wie süchtig wir wirklich sind. Süchtig natürlich bitte in Anführungszeichen, denn ich bezweifle, dass wir das wirklich mit einer Sucht gleichsetzen können, wollen, müssen, sollten. Insofern, ja, denke ich, dass ja, das natürlich nur ein bisschen humorvoll gemeint ist. Es sind 14 Fragen und ja, mir hat das bei den beiden Mädels von den Bookfriends doch wirklich sehr viel Spaß gemacht, dazu zu schauen. Und da dachte ich, da werde ich auch einfach mal mir die Fragen ansehen und die ja mit euch für euch beantworten. Die Fragen sind auch unten in der Infobox. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr natürlich auch super gerne in den Kommentaren die ein oder andere Frage beantworten. Und jetzt genug gequatscht, starten wir jetzt einfach mal mit der ersten Frage. Und das ist die Frage, was ist die längste Zeit, die du überstehst, ohne ein Buch in die Hand zu nehmen? Und das finde ich tatsächlich schon schwierig. Ich glaube schon, dass ich es so 2, 3 Tage ohne Buch aushalte. Ich habe in der Regel schon immer irgendwie ein Hörbuch drauf. Im Urlaub fällt es mir leichter. Also tatsächlich finde ich es am Strand liegend oder im Wald spazierend überhaupt nicht schlimm, wenn ich an dem Tag mal kein Buch in Händen halte. Aber so im reinen Alltag, da brauche ich das tatsächlich. Also da würde ich wirklich Bücher als meine Droge bezeichnen und sagen, ich möchte hier irgendwie unterhalten lassen, abdriften lassen, in andere Welten einsaugen lassen. Also ich würde sagen, im Alltag brauche ich das schon nach einem anstrengenden Arbeitstag oder auch nach einem ja, gefüllten Alltagstag, nennen wir es mal so, da brauche ich das auf jeden Fall abends. Im Urlaub kann ich auch mal 1, 2 Tage darauf verzichten, aber es ist schon so eine Gewohnheit und so in mir drin, also ich greife in freien Minuten oder freien Zeiten automatisch irgendwie zu einem Buch, egal ob zu einem echten Buch, zum Hörbuch oder dann eben auch ja, zum E-Book. Ja, also da bin ich, glaube ich, ja, ich brauche da definitiv irgendwas. Dann die zweite Frage, wie viele Bücher trägst du zurzeit mit dir rum, physisch oder auf einem Gerät? Also ich habe auf dem Smartphone eigentlich immer ein Hörbuch, ganz egal, ob bei Audible, ob ein runtergeladenes in meiner App oder wie auch immer. Da bin ich eigentlich immer am Start. Also habe ich das im Grunde immer dabei. Und wenn ich wirklich unterwegs bin, dann habe ich entweder das E-Book dabei oder das aktuelle Buch, was ich lese. Egal, ob es mal zu einem Arzt geht ins Wartezimmer, ob es ja, in Bürozeiten ins Büro geht und man in der Mittagspause vielleicht sagt, man liest jetzt einfach irgendwie was. Also eins habe ich neben dem Smartphone auf jeden Fall immer dabei. Ich sage jetzt mal, wenn ich weiß, ich gehe nur ins Einkaufen, habe ich natürlich nichts Haptisches dabei, weil da werde ich nicht zum Lesen kommen. Aber sonst ein Hörbuch habe ich theoretisch eigentlich immer irgendwie dabei, auf das ich zurückgreifen könnte. Drittens, behältst du jedes Buch, das bei dir einzieht? Nein. Also das habe ich vor 4, 5 Jahren wirklich aufgegeben. Mein Ziel war irgendwann mal zu sagen, ich habe alle gelesenen Bücher in einem Bücherzimmer und dann dachte ich mir so für mich selbst, das bin aber nicht ich. Also ich bin niemand, der Dinge aufbewahrt, die ihm keinen Spaß machen, die er nur okay fand, die mir dann auch keine Freude bereiten, wenn ich sie im Regal habe. Und zudem fand ich es auch irgendwie totale Platzverschwendung. Im Zuge dessen habe ich damals ja wirklich sehr, sehr viel ausgemistet. Ich hatte hier ja wirklich die 2 Regale, die ich habe, teilweise doppellagig sozusagen, also hinten und vorne belegt und dachte irgendwann, das fühlt sich überhaupt nicht nach mir an. Das hat sich nicht gut angefühlt, das hat mich total auch irgendwie belastet. Und dann habe ich wirklich radikal ausgemistet und bin auch heute jemand, der sagt, nicht Highlight-Bücher ziehen wieder aus. Und ich wirklich ja auch immer wieder versuche, dass die digitalen Bücher, egal ob Hörbuch oder ein E-Book, wirklich, ja, wenn man eben Bücher hat, wo man sagt, man wünscht sich natürlich immer, dass es ein Highlight wird. Na, gar keine Frage. Aber man hat ja oft so das Gefühl, wie bei Wohlfühlbüchern, Liebesromanen, wo ich dann schon eher denke, ja, das ist ein schönes Buch, aber das ist nichts, was du ein zweites Mal lesen wirst oder was dich so begeistern wird. Es gibt Ausnahmen, die stehen auch im Highlight-Regal drin. Aber das ist natürlich schon was, wo ich sage, da versuche ich schon einfach gleich aufs digitale Medium umzusteigen, damit es eben gar nichts erst gibt, was man irgendwie ausmisten muss. Gleichzeitig hat man ja Verdachts-Highlight-Bücher, die dann eben keins werden, die dann eben auch ausziehen. Also da wäge ich schon am Ende recht schnell ab und bin auch wirklich jemand, der die dann, ja,
zweimal im Monat irgendwie erstmal, ich sag mal, aufs Dachzimmer bringt und dann bei Tauschticket einstellt oder was auch immer. Also bei mir ziehen die dann die Nicht-Highlight-Bücher auch relativ schnell wieder aus. Vierte Frage, wie lange würdest du bei einem Standardbesuch in deiner Buchhandlung verweilen? Also das ist tatsächlich auch sehr, sehr unterschiedlich. Ich sag mal so, eine halbe Stunde ist wohl so realistisch. Also es gibt natürlich, gerade wenn man in anderen Städten ist oder auch in größeren Buchhandlungen, also allein wenn ich an Dussmann denke in Berlin, da ist man ja mit einer halben Stunde, da ist man ja gefühlt nur 5 Schritte weitergekommen. Da verweilt man natürlich schon sehr, sehr, sehr lange. Aber es gibt natürlich auch Tage, wo man sagt, okay, ich weiß konkret, die beiden Bücher möchte ich. Dann holt man sich die, dreht vielleicht noch eine Runde und ist nach einer halben Stunde wieder raus. Also ich würde so eine halbe Stunde wirklich gut angeben. Ich glaube, es gibt durchaus eben auch schnellere Sachen, gerade wenn man vielleicht auch nur bestellte Bücher irgendwie abholt. Aber wenn man so sagt, ich möchte mal kurz ein bisschen bummeln, dann kennt man natürlich seine 2, 3 Regale und ja, läuft dann eben auch einfach mal entspannt umher. Kommt auch mal ein bisschen drauf an, wie viel Betrieb ist, aber so eine halbe Stunde würde ich sagen. Also ich bin da, glaube ich, niemand, der da groß ausufert, außer man ist eben in speziellen Buchhandlungen wie Dussmann oder dieser Langer Blomqvist, den es ja zum Beispiel auch in Berlin gibt, wo man dann eben sagt, da verweilt man länger, weil man so viel Unterschiedliches wahrzunehmen hat und auch das Angebot einfach ganz anders ist und man da ja auch nichts irgendwie verpassen möchte. Fünfte Frage, wie viel Zeit pro Tag verbringst du tatsächlich mit Lesen? Also ich bin niemand, der da stoppt. Ich habe das, glaube ich, mal an einem Wochenende vor einigen Jahren wirklich so ein bisschen getrackt. Das war irgendwie ein sehr freies Wochenende, wo ich dachte, wie viel Zeit schaffst du zu lesen? Mich hat das aber sehr genervt. Und am Ende habe ich mich gefragt, für was mache ich das eigentlich? Also warum möchte ich meine Freizeit auch noch takten? Ne? Und ich würde aber schon sagen, dass an einem normalen Tag ich locker so 2 Stunden lese. Dadurch, dass ich abends sehr selten irgendwie dem Fernsehen verfalle oder auch Social Media, also ich lege das Smartphone dann auch einfach mal weg. Ich kann mich da sehr gut kontrollieren, beziehungsweise habe ich verschiedenste Timer, die mir dann zum Beispiel nach einer halben Stunde Instagram eben auch sagen, so, jetzt ist genug. Und ich dann auch tatsächlich sage, das stimmt. Aber ich sage mal so abends 2 Stunden auf jeden Fall. Es gibt natürlich immer Ausnahmen. Wenn man abends ins Kino geht, sich mit Freunden trifft, dann sind das abends keine 2 Stunden mehr, sondern vielleicht nur noch 1 Stunde oder auch mal eine halbe Stunde. Ich bin auch jemand, der durchaus, wenn er nach dem Feierabend seine Haushaltsroutine durch hat und dann irgendwie noch Zeit hat zum Kochen und sagt, so, jetzt setze ich mich auch 1/4 Stunde, 20 Minuten hin. Die Zeit müsste man dann on top setzen. Und in der Regel bin ich auch jemand, der morgens so eine halbe, dreiviertel Stunde Hörbuch hört oder dann eben auch mal Podcast. Also die Zeit wäre auf jeden Fall auch mit drin. Also ich höre auch morgens mal Musik, bin aber von meiner Musikplaylist so ein bisschen abgekommen. Aber ja, jetzt hat die Katze den Tisch verschoben. Wundert euch nicht, wenn es kurz wackelt. Ja, also ich würde sagen, so 2 Stunden am Tag sind realistisch. Das wäre auch das, was ich so vom Gefühl an Seiten schaffe oder an Seiten lese, müsste das tatsächlich auch so ein bisschen hinkommen. Also es kommt natürlich auch immer aufs Buch an und am Wochenende definitiv mehr. Also wenn am Wochenende nur normale Dinge anstehen und jetzt nicht Geburtstagsfeiern oder, keine Ahnung, Städtetouren oder was auch immer, war in den letzten Monaten, Jahren ja ein bisschen rarer, da lese ich dann durchaus eben auch mehr. Aber ich würde so sagen, an einem Durchschnittstag müsste ich also mit Hörbuch auch auf die 2 Stunden so ein bisschen kommen. Also, ne? Es gibt immer Ausnahmen, es gibt immer Tage, wo irgendwas dazwischen kommt oder auch wo man einfach sagt, heute habe ich gar keine Lust auf Haushalt und ich muss auch nicht unbedingt einkaufen gehen und ich habe auch sonst keine Erledigung, dann sind es auch mal mehr. Dann gibt es natürlich auch Phasen, wo man Serien suchtet und dann eben auch 1, 2 Folgen dazwischen kommen und man sagt, okay, dafür lese ich heute nur 1 Stunde, aber bei mir hat Lesen schon im Privaten einen sehr hohen Stellenwert zur Unterhaltung. Sechstens, steht Lesen auf deiner täglichen To-Do-Liste? Und ja, definitiv. Also für mich hat Lesen die höchste Priorität im privaten Leben. Vielleicht nach Freunden und Familie und Katzen natürlich auch, die bespaßt werden wollen. Aber ich sage jetzt mal, außerhalb von diesen ja, menschlichen Dingen kommt dann schon recht schnell das Lesen. Also bevor ich zu einer Serie greife, zu einem Film greife, würde ich immer das Buch vorziehen, würde ich immer, ich würde nie durch Fernsehprogramm zappen, das ist so überhaupt nichts, was mir was gibt. Ich bin auch niemand, der bei YouTube von einem ins nächste, ins Hundertste kommt. Also ich habe da schon auch so meine Zeiten im Blick. Und da bin ich dann noch jemand, der durchaus Zeit trackt und zum Beispiel sagt, ich starte jetzt mit YouTube, ich habe 1 Stunde Zeit und Lust
und dann läuft der Wecker im Hintergrund, ähnlich ist es bei Instagram, und wenn dann der Zeit, wenn das dann der Wecker klingelt und entweder habe ich noch was zum Ende zu schauen, das mache ich natürlich, aber dann sage ich auch, okay, so genug konsumiert, jetzt greifst du wieder zu einem Buch. Also steht definitiv schon auf der täglichen To-Do-Liste. Wie gesagt, im Urlaub bin ich ein bisschen anders, da muss ich nicht jeden Tag lesen. Ich weiß gar nicht, wie sich das immer so ergibt, aber auch da, wenn ich natürlich Zeit und Muse und Lust habe, also da wird natürlich dann auch gelesen. Siebte Frage, was schätzt du, wie viele Bücher du insgesamt besitzt, inklusive E-Books? Also ich habe die ja im letzten Jahr mal zu irgendeinem Tag gezählt, zumindest die Regalbücher. Ich glaube, da waren wir irgendwas bei 150, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und E-Books, ja, also wenn man bedenkt, dass ja so 150 Bücher im Jahr einziehen und wenn davon nur ein Drittel E-Books sind und das seit 10 Jahren, ja, und die sortiert man ja im Grunde auch nicht aus. Also ich werfe die dann zwar irgendwann immer mal vom Reader, wenn sie gelesen sind, aber ja, also ja, das kann man schon hochrechnen. Also es sind bestimmt dann so mit den E-Books 700 Bücher. Man müsste ja auch noch die Hörbücher theoretisch dazu nehmen. Gerade bei Audible gehören sie einem ja auch. Also bin ich da vielleicht auch seit 6, 7 Jahren bei Hörbüchern und auch vielleicht so bei 10 Hörbüchern im Jahr. Das wird gar nicht reichen. Wahrscheinlich eher sogar bei vielleicht 20. Ja, also jetzt können wir selbst rechnen. Ich glaube nicht, dass es vierstellig ist. Also ich glaube nicht, dass es mit den E-Books 1000 sein könnte. Wobei, also wenn ich jetzt gerade so überlege, wenn man nie die ausgemisteten E-Books rausrechnet, also es sind bestimmt 500 E-Books, die auf dem Rechner sind oder dann eben auf dem E-Book-Reader. Und wenn jetzt hier 150 stehen und wenn ich jetzt 6, 7 Jahre mal Audible und Hörbücher rechne und wenn ich da wirklich vielleicht nur auf 15, 20, ja, also es könnten, oh mein Gott, also man könnte so sagen, also ich denke nicht vierstellig, ich denke aber so ein bisschen drunter. Und ich bin Kopfrechnen schlecht, wie man gerade merkt, aber ja, also es klingt wahnsinnig viel. Man muss natürlich auch einfach bei den E-Books sagen, die man gelesen hat, im wahren Leben, in den Haptik, würde man es weggeben. Und die Datei behält man natürlich und schiebt sie in irgendeinem Gelesenordner. Zumindest ist das bei mir so. Und da landen auch die Gelesenen sozusagen. Ja, wobei, das müsste ja theoretisch sogar noch, also fast mehr sein, ne? Aber ja, ja. Also eine ganze Menge Bücher. Also das muss man ganz klar sagen. Achte Frage, wie oft erwähnst du Bücher in Gesprächen? Also das ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Es gibt natürlich Menschen in meinem privaten Umfeld, mit denen ich wirklich immer wieder über Bücher spreche, über was wir gerade lesen, was uns irgendwie interessiert, wo auch über Bücher einfach gesprochen wird. Mit Freunden, die das Thema Buch auch im Interessensfeld haben, ist schon in jedem Gespräch, jedes Mal, wenn man sich irgendwie sieht oder hört, fragt man natürlich, was liest du gerade? Ich habe gerade das gelesen, ich fand das gerade spannend oder hast du davon schon was gehört? Das kommt schon öfter vor. Ja, aber es gibt natürlich auch Menschen, wo man einfach weiß, es interessiert die überhaupt nicht. Und dann erzähle ich natürlich auch nicht immer wieder, was ich gerade lese. Also da muss es schon wirklich ein Highlight-Buch sein, von dem ich dann spreche. Gibt natürlich auch einige, die dann zum Beispiel Serien- und Filmfans sind und dann, wenn wir beim Herrn der Ringe sind und jetzt auch bei dem Rewatch, den wir gemacht haben, oder dann auch beim Hobbit oder jetzt zur Mittelerde-Serie, da kommt man dann natürlich auch relativ schnell auf die Bücher. Gerade als wir jetzt den Mittelerde-Serien-Teaser so ein bisschen im Freundeskreis ausdiskutiert haben, da bin ich ja natürlich schon als Büchernerd, die dann auch einfach gefragt wird, wie siehst du das, wie findest du das, das und das wird diskutiert. Also das hat man schon, oder auch bei Buchverfilmungen, ne, wenn man dann ins Kino geht, da kann ich dann natürlich auch nicht innehalten, wenn ich das Buch kenne. Ja, also schon häufig, aber nicht immer. Also weil ich durchaus weiß, beim Gegenüber, bei wem ich über Bücher sprechen kann, wem das interessiert und wem ich dann auch vielleicht mal was empfehlen kann. Also es gibt ja auch Menschen, die, ich sag mal, 5 Bücher im Jahr lesen und wenn ich dann wirklich ein Highlight habe und denke, das passt zu der Person, dann werde ich das entweder schenken oder eben auch sagen und dann ist das schon oft so, dass zurückkommt, ja, das hat wirklich gut gepasst. Also das kann man schon mal machen, aber ich würde jetzt niemanden, der nicht liest, den das nicht interessiert, das Thema Buch irgendwie aufquatschen. Also das, ja, der Mensch bin ich dann tatsächlich auch nicht. 9. Frage, welches ist das dickste Buch, das du zu Ende gelesen hast? Ja, das ist natürlich schwierig. Ich würde fast so aus dem Stegreif sagen, es müsste Es sein von Stephen King.
Der Anschlag war ja auch relativ dick. Under the Dome war auch ein sehr dicker King. Ja, so um die 1000 Seiten, wenn ich im Regal gucke, sind natürlich die Passage-Trilogie. Die beiden Bücher von Kerstin Merkel waren ja auch irgendwas 800, 900 Seiten. Das müssten schon so die dicksten Bücher sein. Im Deutschen übersetzt wären es ja auch das Lied von Eis und Feuer. Ich habe jetzt die englischen Bücher gelesen, aber im Deutschen wären das auch relativ dicke Bücher. Ja, aber ich würde vermuten, so dass Harry Potter 5 ist zum Beispiel auch relativ dick. Der Herr der Ringe, wenn man ihn als ganze Ausgabe sieht, wird er ja auch seine über 1000 Seiten haben. Ja, aber ich würde wahrscheinlich schon sagen, dass S das dickste sein müsste. Ich glaube, The Stand hat ja noch ein paar mehr Seiten. Das steht ja aber noch auf dem Sub, auf der Leseliste von King. Also ja, es gibt schon den ein oder anderen Wälzer, aber ja, so irgendeins der Bücher würde es sein. Es kommt natürlich auch darauf an, wenn man Harry Potter als ganzes Buch hätte, aber nein. Ich würde schon sagen, irgendwie ein Stephen King müsste definitiv das dickste Buch sein. 10. Frage. Gibt es ein Buch, das du trotz aller Widrigkeiten haben musstest? Also Widrigkeiten, ja, also nein, nein. Also wobei, also wenn ich an die Carus-Übersetzung vom Herrn der Ringe denke, wie lange ich da dahinter war und die damals dann wirklich in einem Antiquariat in irgendeiner Stadt entdeckt habe, im nicht so ganz schönen Zustand, so stehen sie auch im Regal, also diese hässlichen grünen Ausgaben, das waren schon besondere Widrigkeiten, wo ich dieses Buch definitiv gesucht habe oder diese drei Bücher, weil ich ursprünglich auch die Carus-Übersetzung in der Bücherei damals ausgeliehen hatte. Das war so eine weiße Hardcover-Ausgabe. Und dann habe ich irgendwann ein Schuber geschenkt gekriegt. Und das war die Kriege-Übersetzung. Und ich da wirklich, da war ich also ja noch nicht mal so alt, vielleicht 16, 17. Und ich habe gedacht, was ist denn das? Da kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern. Und da war so viel merkwürdig, bis ich dann eben dahinter gekommen bin und auch dann in der Buchhandlung gefragt habe und die gesagt hat, ja, also ich höre die auch heute noch in den Ohren, dass es da eine andere Übersetzung gibt. Ist das vielleicht eine Widrigkeit? Ansonsten, weiß ich nicht, also gibt es wirklich Widrigkeiten? Ich meine, früher war das natürlich alles noch ein bisschen anders, mit an Originalbüchern heranzukommen, auch wie wir Stephen King Bücher gesammelt haben, da immer irgendwie unterwegs waren, da war man natürlich gar nicht so in dieser Bubble, in diesem Kreis irgendwie drin, sondern hat halt das dann gekauft, was dann irgendwie da war, was da stand. Harry Potter gab es Nachtzulieferungen, ich glaube ab dem 4. oder 5. Band. Da war man dann eben auch bis 2:30 nachts wach und hat den Postboden empfangen. Ja, aber Widrigkeiten, also ich würde da vielleicht da wirklich darunter ziehen, meine drei Herr-der-Ringe-Bücher in der Carus-Übersetzung, weil das früher gar nicht so einfach war, ohne das Internet, und das war ja wirklich noch so, dass es das Internet in dem Maße in meinen Zehnerjahren noch nicht so im Extremen gab, das vergisst man immer, aber das waren dann schon Widrigkeiten, wo man wirklich gesucht hat und hinterher war und ja. 11. Frage. Gibt es ein Buch, das du nur mit Mühe beenden konntest? Nein. Also theoretisch gibt es schon, breche ich schon sehr, sehr viele Jahre Bücher ab und habe das auch schon in meiner Jugend gemacht. Gerade auch noch zu Büchereizeiten, da war das ja überhaupt kein Problem, wenn einem Buch irgendwie nicht so gefallen hat, es dann einfach wieder abzugeben. Da hat einen keiner gefragt, da musste man musste sich nicht rechtfertigen oder was auch immer. Also da war ich, glaube ich, vielleicht sogar noch ein bisschen lockerer, dass ich ein Buch weniger Zeit gegeben habe, als jetzt vielleicht in den letzten 5 bis 10 Jahren. Was für eine Zeitspanne. Heute bin ich schon ein bisschen strenger mit mir und möchte schon so ein bisschen dem Buch auch eine Chance geben. Es gibt natürlich Bücher, die man anliest, die vielleicht gerade ein Thema haben, was so gar nicht passt. Die vom Stil, wo man nach wenigen Seiten, Kapiteln merkt, ach, das geht überhaupt nicht. Dann breche ich das auch ab. Also dieses klassische Try a Chapter sind am Ende bei mir vielleicht auch 2, 3 Kapitel. Aber jetzt versuche ich schon, einem Buch eigentlich so ein Drittel Zeit zu geben, so 100, 150 Seiten. Wenn ich jetzt natürlich ein 1000-Seiten-Buch habe, weiß ich jetzt auch nicht, ob ich mich bis Seite 300 quäle, wenn es mir gar nicht gefällt, ne? Aber das versuche ich schon. Aber ich wüsste jetzt kein Buch, was mir wirklich so viel Mühen gemacht hätte, dass ich es beendet habe, obwohl ich es wirklich grottenschlecht fand. Also würde mir tatsächlich keins einfallen, weil ich da schon immer, ich sag jetzt mal, sehr frei war, was das Abbrechen angeht. Würde vielleicht noch über die Schullektüre nachdenken, ob es der Schimmelreiter vielleicht war, den ich wirklich schrecklich fand. Ich liebe Shakespeare, kann aber nichts mit Romeo und Julia anfangen. Das haben wir auch in irgendeinem Englischunterricht gelesen.
Oh, da habe ich auch gedacht, ja, wir wissen doch, wo es hinläuft. Also es ist natürlich, ja, wenn man das so genau weiß, ja, das sind vielleicht so Widrigkeiten. Also Schulbücher, vielleicht das ein oder andere. Wobei es dann auch wieder, zum Beispiel, wenn ich an die Ilias von Homer denke, wie viele meiner Schulfreunde da ausgestiegen sind und ich das absolut gefeiert habe und ich glaube, die Ilias seitdem auch noch zweimal gelesen habe und auch die Odyssee von Homer. Also, ja, wie kamen wir jetzt dahin? Aber ja, nein, also ich würde schon sagen, also Schulbücher, ja, bestimmt, aber sonst bin ich jemand, der auch einfach abbrechen kann. Also mir tut da auch nichts irgendwie weh. Und das hat ja auch gar nichts mit der Wertschätzung für den Autor oder so zu tun. Es gibt schon Bücher, wenn ich jetzt auch an die letzten beiden vielleicht von Matt Haig denke, wo ich mich dann einfach frage, warum habe ich dieses Buch gelesen? Warum hat das jemand geschrieben? Warum wurde das verlegt? Was will man mir damit sagen? Vielleicht, ja, könnte man das irgendwie mit Mühe sagen, aber ja, man denkt halt dann doch vielleicht immer, dass irgendwas, noch irgendwas kommt. 12. Frage, was sind deine drei wichtigsten Buchziele für dieses Jahr? Ja, ich bin ja niemand, der groß eigentlich irgendwelche Ziele hat. Ich bin ja auch kein Freund von Leselisten oder Ähnlichem. Mein Ziel ist es gewesen, oder mein Ziel, eins meiner Gedankenideen war, ein englisches Buch pro Monat zu lesen. Das hat jetzt so 50-50 geklappt. Im Januar habe ich es noch hinbekommen, im Februar ist mir das irgendwie durchgerutscht. Der Monat war einfach zu kurz. Aber das ist schon was, wo ich sage, ich würde gerne öfter Bücher im Original lesen und ja, möchte vielleicht tatsächlich auch Bücher, die mir bei den Neuerscheinungen auffallen, einfach mal sagen, okay, gibt es da ein Original, vielleicht greife ich dann da dazu. Das hat jetzt, wie gesagt, einmal funktioniert und einmal nicht rückblickend, aber das kann man ja durchaus auch wieder einholen. Also ich hätte so gerne 12, 13 Bücher in diesem Jahr in englischer Sprache gelesen. Anderen Sprachen bin ich im Lesen nicht mächtig. Also ich könnte noch ein bisschen Italienisch, ein bisschen Spanisch, aber da reicht es nicht, um Bücher zu lesen. Deswegen bleibt dann nur die englische Sprache. Ich würde, mein, ja, im Grunde, ein Buchziel war auch oder ist auch, mehr Bücher im Monat zu lesen, als neu einziehen zu lassen. Das hat jetzt auch einmal geklappt im Februar, einmal nicht im Januar, wobei mir das beim Januar schon klar war, da war einfach Weihnachten und ich habe im Januar Geburtstag und ich kann ja zu niemandem sagen, bitte schenkt mir keinen Buchgutschein und bitte schenkt mir keine Bücher. Also nein, auf gar keinen Fall. Und man freut sich ja auch über jedes Geschenk. Also ich hoffe, dass das in den nächsten Monaten, und wenn es 10 von 12 Monaten sind, weil der Dezember dann ja auch wieder vermeintlich mit Weihnachten und Nikolaus und Wichtelzeiten auch wieder ein bisschen kritischer ist. Aber das wäre ein Ziel. Und ich habe ja immer das Ziel, dass das haptische Buch, was einzieht, versus das digitale, egal E-Book oder Hörbuch, so 50-50 ist. Also dass ich wirklich da sage, mir wäre sogar mehr Digitales lieber. Aber natürlich hat man bei einigen Büchern eben auch diesen Highlight-Gedanken und diese Highlight-Erwartung und dann legt man sich ja schon zu, damit man sich nicht doppelt zulegen muss. Das wären vielleicht so diese drei Ziele. Natürlich hat man auch so eine Zahl irgendwie im Kopf, aber darüber mache ich mir weniger Gedanken, weil auch diese Buchzahl, da finde ich zum Beispiel eine Seitenzahl viel spannender als die reine Anzahl, aber ja, ich würde sagen, so dieses mehr gelesene als neue englische Bücher und dann eben auch, was die Aufteilung von echten und digitalen Büchern angeht, wenn sie einziehen. Ja, das würde ich so sagen. 13. Frage, hast du schon einmal jemanden zum Lesen gebracht? Also ja, das würde ich definitiv sagen, gerade im bekannten Freundeskreis, vielleicht auch was die Kinder dann irgendwie betrifft, dass wenn die eben dann doch mal hier sind, diese Regale sehen, Harry Potter sehen, ja, andere Jugendkinderbücher, dass man dann eben schon sagt, ja komm, wir lesen das mal zusammen oder auch gerade wenn man Babysitter, Kindersitterdienst hat und dann eben sagt, komm, wir gucken jetzt nicht gleich irgendwie einen Film, was natürlich auch super funktionieren kann mit Disney und Ähnlichem, aber wir greifen jetzt einfach mal zu einem Buch und dann gibt es da so ein paar Bücher und zu denen ich dann greife und da, wenn man dann eben merkt, hier lodert das Feuer auf, gibt natürlich auch erwachsene Menschen, die sich zumindest bei dem ein oder anderen Buch zum Lesen noch bringen lassen, also ja, das glaube ich definitiv schon, aber ich finde schon, dass das eher die Kinder, Jugendlichen sind, die man noch so ein bisschen heranziehen kann. Während jetzt dem großen C
Weiß ich von zwei Leuten, die mit Lesen sehr aktiv angefangen haben und gesagt haben, was hätten wir auch sonst machen sollen? Und dir, Steffi, macht das ja so viel Spaß. Da haben wir uns auch einfach mal Bücher besorgt. Und die dann auch im Nachgang mir erzählt haben, sie haben sich dann tatsächlich auch mal ein paar Bücherwochen von mir angeguckt, was ich total merkwürdig fand, und haben sich dann Tipps geholt. Und ich sagte, nee, hätte dann auch einfach fragen können. Und ja, mittlerweile das auch der Fall ist. Oder man dann auch sagt, was hast du denn hier? Was könntest du mir ausleihen? Das klappt ja auch ganz gut. Also ja, definitiv bringt man Menschen schon immer mal zum Lesen, und das ist natürlich auch sehr schön, und ich finde es auch toll, wenn ich ja, euch Zuschauer sozusagen ein bisschen anfixen kann mit dem ein oder anderen Highlight-Buch und ihr mir dann schreibt, ich habe das jetzt gelesen und das war wirklich ein Highlight, war richtig, richtig toll, dann freue ich mich da natürlich auch sehr darüber, also das ist gar keine Frage. Und ich glaube, zur letzten Frage, was Bücher für mich bedeuten, da muss man jetzt gar nicht mehr so viel sagen. Man merkt, ich bin sehr buchsüchtig, ich bin sehr lesesüchtig und ich brauche das wirklich fast wie die Luft zum Atmen, um eben ja einfach dem Leben zu entfliehen. Und ich glaube, Maike hat es auch so ein bisschen formuliert, man hat kein schreckliches Leben, aus dem man jetzt entfliehen müsste, aber dieses Abdriften in andere, neue, schönere Welten, das ist natürlich schon was das Lesen einfach bedeutet und was einem viel Freude macht und definitiv mir sehr viel Spaß macht. Und ja, Bücher sind schon sehr wichtig für mich. Also sowohl die Bücher, die man kennt, über die man nachdenkt, in die man sich nochmal fallen lässt. Ich bin ja auch ein Freund von nochmal lesen, von Rereads. Und natürlich dann auch da einfach Neues zu entdecken und auch so in unterschiedliche Rollen irgendwie schlüpfen zu können, weil man natürlich auch unterschiedliche Charaktere irgendwie begleitet. Also das ja, macht schon großen, großen Spaß und große Freude. Und das möchte ich auf keinen Fall in meinem Leben irgendwie missen. Also nein. Also das wüsste gar nicht, mit was ich meine Zeit sonst irgendwie verbringen sollte, was mir dann auch so viel Freude bringt. Das ist vielleicht mal anders, wenn ich irgendwann als Rentner am Strand lebe und sage, ich gucke jetzt nur den Wellen zu und werde so eine alte Surferin mit langen grauen Haaren in weiß gewandt. Vielleicht ersetzt dann das Surfen das Lesen, aber darüber mache ich mir dann Gedanken, oder wenn es soweit ist. Und ja, aber ja, also das macht einfach Spaß, das ist ein Teil von mir, das gehört dazu. Und gehört auch schon gefühlt 30 Jahre einfach dazu. Und ja, wenn man das Vorlesen noch einzieht, sogar länger. Aber ja. Ja, ein wunderbarer Tag. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit den Fragen und meinen Antworten. Und vielleicht habt ihr ja auch Lust, die ein oder andere Frage unten in den Kommentaren zu beantworten. Schaut gerne in die Infobox. Schaut bei den zwei Kanälen sehr gerne vorbei und habt dann auch Spaß beim Beantworten. Da der Tag, so wie ich mitbekommen habe, schon ein bisschen älter ist, obwohl er mir noch gar nicht so oft über den Weg gelaufen ist, kann sich auch jeder natürlich getaggt fühlen, der Lust hat. Würde ich mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen, das ein oder andere Video dazu dann auch noch in der Abo-Box zu sehen, und wünsche euch jetzt einen wunderbaren Tag. Danke euch fürs Zusehen, lasst es euch gut gehen und dann bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.